Hallo Welt, da sind wir und daneben. Hätte ja sein können. Ja, der Spielspaß hat in den letzten Episoden extrem stark nachgelassen. Zum einen zieht sich Preston andauernd die Klamotten aus, die wir ihnen gegeben haben. Und zum anderen werden ständig unsere Siedlungen angegriffen, also jetzt schon zweimal hintereinander, dreimal, viermal, glaube ich schon. Und das in einer Zeit, sage ich mal, von, ja, weiß ich nicht, wie viele Folgen waren das? Drei, vier Folgen? Also extrem, extrem, extrem. Ja, es ist ja nicht wirklich schwer, aber, ja doch, es ist schon schwer. Es sind mehr legendäre Gegner auch da. Es ist auf jeden Fall nervig. Extrem nervig. Das Gemütliche am Anfang so durch die Gegend schlendern, ja, das ist nicht mehr so. Also noch weniger. Am Anfang war es ja auch schon. Manchmal geht's ja, aber Mensch, jetzt ehrlich, wir waren hier auf dem Weg hierhin, hatten uns schön genug Munition eingepackt. Wer die letzten Folgen gesehen hat, der hat es ja mitbekommen. Ja, und dann wurden Siedlungen überfallen, da mussten wir dann hier abbrechen. Mittendrin mussten wir dann irgendwo anders hin und jetzt stehen wir hier und pfeifen auf dem letzten Loch. Ach, noch so einer. Na klar. Und beide sind irgendwie gar nicht so zu kriegen. Kurz und schmerzlos. Dann mach das mal. Oh shit. Kurze Feuerstöße. Das muss ihm doch wehtun, wenn ich in den Kopf schieße. Ist der denn schon einmal mutiert? Preston kümmert sich schon darum, ich höre das schon. Wo ist der? Hättest dich nicht mit den Minutemen angeben sollen. Richtig, Preston, zeig's ihm. Oh, oh, oh. Preston! Preston! Steh wieder auf! Steh wieder auf! Das ist keine gute Zeit, um sich auszuruhen, Preston! Na, ich glaube, die wissen gar nicht, dass ich auch noch da bin. Ich sehe schon nicht einen Treffer. Ich wurde aber dafür getroffen. Ich bin auch tot. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, wir müssen hier mit mehr Geschick durchgehen. So wie früher einmal. Oh ja, die können wir jetzt schon benutzen. Das war vorhin zu dunkel, da hat man gar nichts hier durchsehen können. Und dieser Ort war doch eigentlich ganz gut hier. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Okay. Na, fast. Fast hätten wir ihn gekriegt, aber... Scheint, als wäre fast alles sauber. Oh. Ach, Mann. Was bewegt er sich so blöd hin und her und hoch? Warte mal. Oh. Ein Schuss noch. Ja, in die Schulter. Ach, abspeichern. Nach jedem Treffer. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Hat sich Preston eingeölt? Wo hat er das Öl her? Ey, wir brauchen Öl. Das ist nicht zum Einschmieren. Das ist Regen. Regen wahrscheinlich. Das sind doch jetzt nur noch die beiden Legendären. Also der eine mit Namen, der andere Legendäre. Oder etwa nicht? Aha. Das war Preston, der ist bestimmt runter.
Ich weiß nicht, so oft wie das passiert, glaube ich auch nicht, dass er gefallen ist. Er macht das bestimmt mit Absicht. Oh, da unten ist Wasser, nichts wie rein. Yippie! Ja, der war doch gerade noch da. Ups, Prest meine ich nicht, der Typ da hinten. Der dahinter stand. Oh, endlich! Munitionskiste. Na gut, 308er kriegen wir nochmal, 44er Schrotpatrone, okay, und 5mm Patrone. Das ist jetzt alles nicht wirklich so viel. Ja, es hilft ja nichts. Wir können ja nicht hier 5 Minuten hier jetzt stehen bleiben und hoffen, dass da noch jemand kommt. Wir müssen ja zusehen, dass wir hier fertig werden damit. Kann man nicht ausräubern. Ich meine, hier stand doch vorhin einer. Oh, sehr gut. Whisky, Flasche und Buffout. Und noch mehr Whisky. Und Salisbury Steak. Und, naja, eine Haarbürste, normale Blutpaket können wir ja mitnehmen. Oh, Psycho wirkt nicht mehr. Ach, das war alles unter Psycho gerade geschehen. Ja, was ist denn dann ohne? Dann richten wir ja überhaupt gar keinen Schaden mehr an. Das sind doch so typische Gehänge von Supermutanten. Oh. Na gut, ich würde hier gerne rüber. Oh, da ist einer. Warte. Das ist auch der Legendäre. Noch nicht mutiert? Verteilt euch! Findet sie! Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Ja, ich weiß. Oh nein! Wir schaffen das! Ja, wer rennt denn hier wie ein Verrückter rum? Zeig dich. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Okay. Okay. Hättest dich nicht mit den Minutemen anlegen sollen. Hör auf, hör auf. Mach ihn nicht noch wütender. Wir haben doch hier sowieso schon ein Problem. Hab dich. Wo? Warum nicht? Ach, der auch noch. Ja, wen nehmen wir jetzt zuerst? Der andere ist gleich am Ende. Nehmen wir den anderen erstmal. Ich werde sie finden. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Du solltest besser abhauen. Warte mal. Ja, wir haben eine Sorge weniger. Wir werden den nie da unten finden, oder? Wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier rübergehen? Uns schleichen? Scheiße, was war das? Und von hier aus dann den... Oh, das sieht aber nicht... Das gefällt mir nicht. Wir haben zu wenig Deckung. Zu wenig? Findest du? Ich bin ja nicht so sicher. Den Ort könnte man problemlos gegen eine ganze Armee verteidigen. Ja, was denn nun? Zu wenig Deckung oder gegen eine ganze Armee verteidigen? 308er, 38er Patrone nehmen wir beide mit. So. Dann haben wir die schon mal. Und speichern kann ich. Ja, da liegt noch ein Raider. Würde ich gerne gucken, ob der was Schönes für uns bei sich trägt. Aber... Ah, ja, gut, das ist er. Und das ist er nicht mehr. Weg ist er. Wie lange wir dafür so brauchen, wenn wir uns anschleichen wollen an ihn? Früher haben in all den Häusern Leute gelebt. Familien. Ja. Sag nicht. Warte. Das hätte aber einen Bonus kriegen bringen sollen. Ja, verflixt.
Können wir denn nicht einfach da hoch und ihn mit einem nassen Tuch erschlagen? Na, das bringt von hier aus nichts. Wo war das? Hier durch? Da runter und dann da hoch, von unten, aber keine gute Idee. Was hatte der? Sturmgewehr. Aha. Oh nein! Mein Arm! Dein Arm und meiner auch. Legendärer Raider hat sich direkt neben eine Splittermine, das ist aber auch fies, hingelegt. Krieg dich mal wieder in den Griff. Was hat der? Chamäleon-Sünd-Rüstung? Linkes Bein. Oh yeah! Chamäleon-Sünd-Rüstung, linkes Bein. Du bist für deine Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Mhm. Ja, ich glaube, das werden wir irgendwann mal an uns nehmen. Also modifizieren und so weiter. 5 56er Patrone und 38er Patrone, Sturmgewehr, Schlagring und Raider, Rüstung, linker Arm, Sackkapuze mit Riemen und leichte Kleidung. Kronkorken, 2 mm elektromagnetische Kartusche. Keine Ahnung, was das ist, aber wir nehmen noch den Zementsack und die Hundefutter in der, das Hundefutter in der Dose mit. Und den Ventilator natürlich. Stimpack. Right away, aufbereitetes Wasser. Praxel, Putzmittel. Ah, Klebeband. Gut. Besen. Nein, nicht gut. Und nochmal. Wir müssen aufs Dach. Der hat einen gelben, einen grünen Punkt, ein grünes Quadrat verflixt und eine rote Raupe. Jetzt hat er beides. Sehr schön. Müssen wir doch von hier aus, müssen wir den doch besser kriegen. Kann man nicht was hochwerfen? Oh, ist das ja nicht gerade. Toll, die ist im Wasser gelandet. Ach Mann, ich sag doch, das ist irgendwie komisch. Viel zu weit. Was zum Teufel war das? Granate! Den Ort würde ich nicht gerne angreifen müssen. So ein blöder Hund, der soll doch da oben mal sich endlich, guck doch mal da irgendwo, dass man dich sehen kann. Was ist die Scheiße? Kann man, die ganze Aufregung wegen nichts. Der ist total bekloppt, noch bekloppter als wir. Wir gucken jetzt, was wir hier noch finden. Jet, schmutzige Aschenwäsche. Was, Bilderrahmen? Aufstellbilderrahmen. Die kann man mitnehmen, draufstellen oder Holz draus gewinnen. Oh nein, nicht schon wieder. Oh. 45er Patrone und 38er Patrone. Und so viele Minen hätten wir ja schon einsammeln können. Verstecken. Von hier. Ganze deine Zeit ist abgelaufen. Ach, Preston! Jetzt geh weg! Ich stell mich hier hin und er schubst mich da raus, ey! Ey, habt ihr gehört, ey? Kein Grund zur Sorge! Perfekt! Ja, das dauert ja ewig! Oh, das ist witzig. Dass da was rausläuft. Dass wenn man da drauf schießt, dass dann direkt da aus den Sandsäcken was rauskommt.
Preston, wir sind schon zu zweit. Unmöglich. Oh nein, das wollte ich nicht. Was war das jetzt? Drei war das. So, ich wollte hier so jetzt. Aha! Ein einziger nur noch. Ein einziger Treffer nur noch. Oh, wir sollten mal abspeichern. Ey, der hat Stimpack genommen. So ein Mist, der ist wieder aufgeladen. Ja, liebe Freunde, wir werden in der nächsten Folge sehen, was wir mit diesem Scatter da oben machen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.